komplett überfordert mit dieser einen Nachricht gerade im Chat, ne? Das ist ja geisteskrank gerade. Marvin und habe ein Problem mit dem Corona und der und nee, Alter, da krieg ich ja wirklich, Alter, da bricht mir die Zunge beim Baul. Meinung zu Lukas 712, richtiger Keck, Alter. Jetzt richtiger Keck. Einfach YouTube nicht im Dark Mode. Das geht mir gerade ein bisschen auf den Sack. Komm, scheiß auf. Mal rein bei Hungriger Hugo. So zum Reinkommen. Ein chilliges Video. Vor 2 Wochen. Gut. Hier, was haben wir denn hier? Reaktion zu Hugo. Ja, gehen wir da mal rein. Gucken uns. Ja, die klassische Werbung immer am Start. Da steht auch Darstellungsdesign. Bin ich behindert? Ah, Hilfe. Aha. Hat das auch hingekriegt. Klasse. Ich mal gerade rein, ob die Lautstärke passt. Hello. Ich höre einfach überhaupt nichts. Mein Headset ist aber an, oder? Hä? Jetzt geht's wieder nicht. Hello, I'm under the water. Oder ist es der Sinn? Kurz mal gerade das Headset neu reinschalten. Also irgendwas läuft die. Warte mal. Klärchen, Digga. Perfekt, das ganze Video wurde, glaube ich, weggestrikt. Dann lassen wir uns das. Gucken wir uns einfach mal eine Idee rein. Vor 4 Stunden. Das ist es doch einfach. Sieht man das? Ja, und wieder Werbung. Wir gehen rein. Die Bilder werden sofort gelöscht. Gar nichts wird gelöscht. Die werden gelöscht. Moment. Nehmen Sie mir Moment. Die Kamera her. Oh. Einfach Alman Annette. Einfach Alman Annette in Person. Schluss hier. Jo Leute, Schluss hier. Die aktuellen Angebote von Instant Gaming aus. Ja, ja, macht mal. Einfach dem Link in der Videobeschreibung und gönnt euch. Moin, mein Team. Sieht man das? Ja. Sieht man das? Okay, let's go. Alle Leute haben ja in der Disco auch auf mich geguckt. Die werden erstmal denken. Mensch, das erste Mal wieder in den Club gehe. Haben erstmal gedacht. Alter, der andere Voice Craig. Macht wahrscheinlich. Wie tanzen die? Ist sie jetzt das erste Mal in der Disco? Peinlichkeitsregel Nummer 8. Peinlichkeit ist das Gefängnis der Freiheit. Ey, die Einstellung von dem, ne, ist ja gar nicht so verkehrt. Also, dass einem eigentlich gar nichts peinlich sein sollte so und einfach, ne, leben, so, klar. Ist sie jetzt das erste Mal in der Disco? Peinlichkeitsregel. Aber das ist schon unangenehm. Darf ich das Video schon mal durchlaufen? Peinlichkeit ist das Gefängnis der Freiheit. Wenn der Lehrer mich aus dem Nichts dran nimmt. Ich kann da jetzt schlecht was zu sagen. Alter, da habe ich auch eine Story mit. Kam mir so dumm vor, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Jetzt muss ich das Geld auch noch sortieren, kriege ich nicht bezahlt, mache ich freiwillig. Und gebe das dann ans Finanzamt Stuttgart. Bindesvergrößerung. Frage für einen Freund. Mache ich in Narkose? Wann wäre denn der nächste Termin? Achso, Freunde, schreibt mal rein, ob das von der Lautstärke her passt. Ich frag für einen Freund, der meinte auch, ohne Narkose geht klar, Hauptsache schneller Termin. Konnte, steig aus. Ich mach nur ein Video, Mann. Aussteigen. Wir sind trotzdem am Fahren. Trotzdem aussteigen. Cody ist auch so stark einfach. Vibrieren. Hä? Ach! Ich check's ja jetzt erst. Das ist ein Spiegel, deswegen. Ach, krass. Ist aber eine coole Idee. PC im Suchverlauf weirde Sachen, die nicht im Inkognito sind. Ich nicht. Zeig Verlauf, da ist nix. Ich find die Daily Dose, auch krass, Susi ne? Live. In German, if you don't say. Could you slow down, please? I need a bit more time packing my bags. VC. Digga, kennt ihr das, wenn ihr als kleines Kind, ihr steht an der Kasse, die Milch vergessen? Wirklich. Oh, beim Schädel. Nun hör mal her, es ist jetzt 8 Uhr morgens. Also schnapp dir deinen Freund und verschwinde. Freund? Wir sagen Nein zu Alkohol. Patrick, was geht ab, Alter? Jetzt wird's eine neue Dimension, wo wir uns schon massiv verschulden werden für die nächsten 10, 15 Jahre. Geld gibst du im Monat nur für Partys und Alkohol aus. Boah, da muss ich mal überlegen. Viel ist das eigentlich nicht? 300 Euro. Schon so 10.000. Krank.
Was ist das? Was soll dieser Clip? Hauptziel. Habe ich das nicht so gefühlt? Ist das Hauptgebäude zu. Das Hauptziel ist, seine Teammitglieder in Grund und Boden zu beleidigen. Wenn der Jungler gankt und stirbt aus deinem Team, dann hast du den 30 Minuten lang im Textchat durchzubeleidigen und du bist auch noch nach dem Spiel stinksauer. Das ist das Hauptziel in League of Legends. Nicht den gegnerischen Nexus zu zerstören. Das ist so eine Nebenmission. Are you from Tennessee? Because you're only Tennessee. Ja, das ist ein bisschen cringe. Warte, Digga! Bisschen cringe. Was sagst du dazu? Ich hab's nicht mal gehört. Halt dein Maul. Habt ihr Halt dein Maul. Hat jemand geküsst? Are you from Tennessee? Nee. Warum nicht? Ich hab eine Freundin. Ich steh einfach auf richtige Frauen. Besessen. Ich bin in die Karibik, doch, aber es ist mir zu teuer gewesen. Außerdem machen die dort so Onlyfans-Shooting und so, da kann ich nicht dabei sein. Also mit ganz vielen anderen Mädels. Ernsthaft, Alexa macht Onlyfans? Ja, lass sie doch machen, Digga. Lass sie doch machen. Spaß. Nein, das ist wirklich okay. Ich muss Ihnen sagen, das Frühstück. Wissen Sie, es gibt kleine Hotels in Frankreich, da kriegt man ein Croissant, ein Klacks Butter und ein Klacks Marmelade. Das ist ja ganz nett, aber noch kein Frühstück. Wir Deutschen können besser frühstücken. Okay, nice. Wissen Sie ungefähr, wo der Benzin... Aus dem Gewicht gerichtet. Ich weiß nicht ganz konkret immer, wo die Benzinpreise sind, weil ich ja nicht jeden Tag darauf gucke. Und ich habe ja auch ein ganz ordentliches Einkommen, deshalb gehöre ich ja nicht zu den Leuten, die jetzt immer auf den letzten... Die also ganz genau... Da merkt er selber, er hat sich so richtig in die Scheiße geritten. ...bei jedem Preis hingucken, also da könnte ich Ihnen auch nicht viele Preise konkret sagen. Klar. Ja, welche Abteilung bist du, was? Ich bin Fahrer, Bruder. Fahrer, was kriegst du denn Stundenlohn? Kann ich dir nicht sagen, ja. Mann, sag mal, mach nicht diese Alman, sag. Walla geht nicht, ja. Ich sag kein, wir sind ja alle gleiche Firma, nur andere Abteilung. Okay, aber sag kein. Nein, nein, was kriegst 13,80. Maschallah, 13,80. Ja, Mann. Na, cool. Mann, Olem, diese Fahrer kriegen 13,80 die Stunde, was? Ey, ich hab doch gesagt, sag kein. Mann, Olem, bleib leise, da muss ich reden, was? Uwe, ich hab dir Essen mitgebracht, hier. Was ist das? Das ist eine Shawarma-Rolle. Shawarma-Rolle? Shawarma-Rolle. Mhm. Das ist Arabisch. 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 Ja, das ist auch so ganz böse, dieses Video. Hm. Hätte ja auch eine Bombe sein können. Gut. Gucken wir mal, ne? Wie man hätte das ja auch eine Bombe sein können. So ist. Warum? Ja, damit nicht so viele Amokläufer rumlaufen, ne? Also für meinen Sohn, bei mir gibt's das nicht. Der soll Hallo, also Mario spielen, was weiß ich soll. Da haben wir wieder Alman Annette am Start. Nee, aber nicht sowas. Call of Duty oder sowas. Call of Duty, Alter. Der vor allen Dingen, jeder weiß, wer FIFA mal gespielt hat. FIFA macht 20 mal so aggressiv wie jedes andere Ballerspiel. Ich sag's euch, wie es ist. Heute noch nicht so herzlich furzen vor meiner Frau. Heute noch nicht. Und wir sind ein Jahr und 4 Monate zusammen. Ich krieg's nicht hin. Gebt mir mal einen Tipp, dass ich mal schön einen fahren lasse, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben. Ich lieg dann da auf der Couch, wer kennt's? Man liegt so da und versucht den leise rauszudrücken. Oder redet drüber. Schau! Wer kennt's? Immer mache ich so, immer. Ich krieg die Dinger nicht rausgejatzt und dann ein Lächeln zu ihr rüber. Kann ich nicht. Da fehlt mir der Montana Black Komplex. Schreibt mal gerne, ob ihr es könnt und gebt mal Tipp. Und die Frage, die mir am häufigsten gestellt worden ist, mit wie vielen Frauen hast du schon geschlafen? Du, das ist eine Sache, die ist einfach zu privat. Ich dachte, wir reden ein bisschen über Sex. Die Kette gefällt mir wirklich extra gut. Ist mir auch schon im Gym aufgefallen tatsächlich. Der Mann hat Druck. Wer sagt, dass ich Druck habe? Ich bin tiefenentspannt. Hast du ein bisschen Druck? Nee, nee. Ey, das finde ich auch ganz unangenehm, ne? Wirklich. Ganz gut. Ich fand sie eigentlich ganz gemütlich. Und du setzt dich auf die Couch und Daddy spielt Warzone. Okay. Was ist denn jetzt los? Nichts. Also Mitarbeiterinnen, die halten sich hier mal ein bisschen fern von mir. Das geht ja keine Grund, gar nicht sein. Gut. Girls, heute essen wir ein bisschen türkisch und trinken eine türkische Müllermilch. Ah, Fiat Olsen. Ich glaube, bei mir ist was anderes drin. Was da? Nusstropfen. Hä? Mhm. Ach, Digga.
DSDS mit der neuen Jury auch kompletter Flop. Komplett. Der Typ, ne? Ich weiß nicht, wer er ist, ich weiß nicht, woher er kommt und ich weiß nicht, was er da macht, aber es ist total langweilig mit dem Moment. Ich verstehe nicht, wovon die kommen. Hast du einen Discord? Einfach Ausrufezeichen Discord, dann müssen wir eine Krabbe im Auto. Was ist dein lieblingsalkoholisches Getränk? Wenn du dich in Berlin so richtig... Dann was trinkst du dann? In einem Interview stand mal Mettbrötchen. Ja, alles klar. Lassen wir einfach mal so stehen. Also Jungs, ihr wisst Bescheid, was zu tun ist. Auf geht's. 3, 2, 1, los. Raus, Jungs, raus, raus. Los. Los. Ja, raus. Los. Los. Ja. Na, los, los, weiter, weiter. Ja, Mann. Ja, Bruder, komm, raus, komm. Du bist der Gewinner, mein Bruder. In dem Sinne würde ich einfach mal... So. Freunde, wenn ihr auf dem Video noch keinen Like da gelassen habt, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr das tut. Jo, wenn nicht, dann habt ihr mindestens 7 Tage lang Pech. Ansonsten würde ich mich natürlich über ein Abonnement auf meinem Kanal gar nicht freuen. Deswegen überleg erst gar nicht zu abonnieren, du kleiner Hund. Ich mach natürlich nur einen Scherz. Lass dein Abo da. Danke. Okay, tschüss.